Peter Launsky-Tiefenthal. Vom Top-Diplomat zum Regierungssprecher. Ja, willkommen zurück nach der Werbepause. Und jetzt ein ganz besonderer Mann bei uns im Studio. Das Gesicht der Regierung, wenn man so sagen darf. Das müssen Sie sich wirklich einprägen. Denn dieser Mann ist in Zukunft zumindest optisch unsere Bundesregierung. Er wird sie bei jeder Gelegenheit vertreten. Es ist unser neuer Regierungssprecher Launsky-Tiefenthal. Wir kennen uns schon eine gewisse Zeit. Sie waren früher der Mann der Krisen, der Mann der Katastrophen. Immer wenn es irgendwo geduscht hat, gebrannt hat oder sonst irgendwie eine Riesenkrise da war, sind Sie mit absoluter Gelassenheit und Souveränität ans Werk gegangen. Ich kann mich erinnern, wir hatten Geiseln in der Wüste, in Mali. Diese zwei Salzburger, die Sie damals befreit haben, glaube ich. Ne? Nicht ich selber, aber ein großes Team von österreichischen Kolleginnen und Kollegen. Mit einem Team war sicher der eine oder andere, kann sich sicher noch daran erinnern, war damals eine Riesenstory, glaube ich, rund um Weihnachten herum. Rund um Weihnachten, die waren 8 Monate damals in Geiselhaft, der Al-Qaida im islamischen Maghreb. Und Gott sei Dank ist es gelungen, sie nach Hause zurückzubringen. Und Sie waren eigentlich der Krisensprecher, der Krisenmanager des Außenministeriums? Ich war zunächst der Chef des Bürgerservice, das sich bemüht, eben Österreicher und Österreicher, die im Ausland in Probleme geraten, zu unterstützen. Ja. Das ist auch heute ein ganz wichtiger Teil des Außenministeriums. Und habe dann die Ehre gehabt, Sprecher des Außenministeriums zu werden. Dann wurden Sie praktisch der Krisenmanager. Als solcher haben Sie natürlich perfekte Voraussetzungen für das Amt des Regierungssprechers, könnte man ironisch meinen. Aber das ist ja was ganz Neues. Diese Regierung wird einen Sprecher haben, so wie das in Amerika der Fall ist, so wie das seit einiger Zeit in Deutschland der Fall ist. Sie werden also das Gesicht der Regierung sein, Sie werden für die Regierung sprechen. Wie muss man sich das vorstellen? Den Kanzler sehen wir nicht mehr, stattdem treten Sie auf in Zukunft oder nein, wie wird das sein? Ich glaube nicht, dass das so ist. Der Herr Bundeskanzler, der Herr Vizekanzler werden sich selbstverständlich regelmäßig und weiter regelmäßig den Medienfragen stellen. So wie gestern beim ersten Pressefoyer nach dem ersten Ministerrat. Ja, und auch bei dieser großen Interviewrunde am Sonntag. Und bei der großen Interviewrunde, nicht zuletzt auch mit Ihnen. Es soll dann zwei weitere Formate geben. Ein Format, das Fachminister zusammenbringt. Und ein drittes, in dem eben ich auch dabei bin. Ich werde mich bemühen, so sachlich, so umfangreich und so regelmäßig zu informieren. Wir überlegen auch ein zweites Format, dass es es erlaubt, mehr im Hintergrundcharakter mit Journalisten und Journalistinnen zu sprechen und sie zu informieren. Ich glaube, die Besonderheit dieses Jobs derzeit ist, dass er erstmals gesetzlich festgeschrieben ist. Das heißt, im Bundesministeriengesetz ist dieser Job festgeschrieben, mit einem Zugang zu allen Koordinationstreffen und aber auch zum Ministerrat selber. Das heißt, Sie werden dort überall dabei sein? Und ich darf dort überall dabei sein und deshalb hoffe ich, und dass werde auch selber dann mit in Absprache mit Kanzler und Vizekanzler entscheiden, was kommuniziert wird. Der Herr Bundeskanzler, der Herr Vizekanzler als Chefs der Regierung werden die politischen Entscheidungen treffen und ich habe dann die Ehre, das zu kommunizieren. Und da muss man gleich sagen, da ist gleich eine erste Entscheidung gefallen. Den Ministerrat gibt es nicht mehr am Dienstag, sondern am Mittwoch. Einer der Hauptgründe ist, Österreich wird mit Beginn der zweiten Jahreshälfte 2018 den Vorsitz in der Europäischen Union übernehmen. Und die Brüssel-Termine im Ministerformat finden meist zu Beginn der Woche statt, eben Montag und Dienstag. Und deshalb am Mittwoch ist Mittwoch ein Ministerrat mit einem Foyer nach dem Ministerrat. Und so wie das bisher wird dann Ihr Auftritt, dieses Foyer? Nicht nur mein Auftritt, sondern in manchen Fällen gemeinsam mit Fachministern und Ministerinnen und selbstverständlich auch weiterhin von Kanzler und Bundeskanzler. Das ist ein bisschen im Stil der deutschen Bundespressekonferenz, wo meistens der Regierungssprecher mit dem einen oder anderen Minister sitzt. Ne? Das ist richtig. Der einzige Unterschied zu Deutschland ist, dass an der Seite des Regierungssprechers auch die Sprecher aller Ressorts bei dieser Pressekonferenz dabei sind, um Fachfragen beantworten zu können. Das wird bei Ihnen nicht der Fall sein. Nicht, dass ich es nicht benötigen würde, um ehrlich zu sein. Ich versuche, mich einzuarbeiten, aber derzeit ist eben anders genug. Und werden Sie dann auch täglich auftreten in Zukunft? Werden Sie sozusagen täglich kommunizieren für die Regierung oder wie muss man sich das vorstellen? Also wie vorhin erwähnt, erstens werde ich täglich den Vertreterinnen und Vertretern der Medien zur Verfügung stehen und mich bemühen, Fragen, die auftauchen, zu beantworten, nicht nur ich allein, sondern gemeinsam mit einem Team von Kolleginnen und Kollegen.
Aber wie gesagt, neben dem Pressefoyer im Ministerrat überlegen wir ein zweites Format, das uns erlaubt, mehr Zeit für den Diskurs mit den Vertretern. Und dann wird es ja wahrscheinlich noch, Gott bewahre, ein drittes Format geben, wenn es Katastrophen gibt, Terroranschläge gibt oder so. Ich nehme an, das ist ja unvorhergesehenerweise dann auch sozusagen ein ständiges Auftreten von. Hoffen wir nicht, dass das stattfindet, aber das wird es wahrscheinlich auch sein. Jetzt, lieber Herr Peter Lansky-Tiefenthal, Sie sind ja natürlich für jeden Journalisten eine Katastrophe, wenn ich das so sagen darf. Weil danke, Sie sind für das ja Kompliment. Der mit allen Wassern gewaschenste Diplomatin, ich kenne. Also Sie schaffen es ja wirklich, aus jeder Krise etc. noch irgendwie was Angenehmes zu machen mit der Art, wie Sie es präsentieren und so. Sie sind ja der Weichspüler der Regierung schlechthin in Zukunft. Also ich glaube, ich werde mich bemühen, so faktisch und so korrekt als möglich zu informieren. Sollte ich etwas einmal nicht wissen, was durchaus vorkommen kann, werde ich mich bemühen, das nachzuliefern. Ich glaube, es geht darum, dass der neue Stil, dem sich diese Bundesregierung verschrieben hat, eben nicht nur in einem gemeinsamen Arbeiten, sondern auch in einem gemeinsamen Kommunizieren niederschlägt, in diesem Fall personifiziert durch mich. Aber dieser neue Stil, wie vorhin bereits erwähnt, soll auch fundiert sein, inhaltlich fundiert sein und ist bestimmt nicht gedacht. Das heißt, es wird nicht mehr gegeneinander kommuniziert wie in der Großen Koalition, sondern es wird über Sie gemeinsam kommuniziert. Also wir schauen nach vorne und wir bemühen uns nicht nur, dass die Regierung gemeinsam arbeitet, sondern dass die Ergebnisse und die Fortschritte der Regierung, aber auch in Fällen, wo die Regierungsparteien nicht einer Meinung sind, die sachlichen Fakten auf aber den Tisch dass die nehmen. Journalisten sauer sind, weil sie nicht mehr kurz und Strache direkt fragen können, sondern ihrem genialen diplomatischen Geschick abprallen, das verstehen sie. Und das haben sie auch schon gehört, nämlich an die ersten Tage. Bei allen persönlichen Komplimenten natürlich. Nein, ich hab's gehört, aber ich habe versucht, es insofern zu entkräften, als eben Kanzler und Vizekanzler selbstverständlich auch weiterhin den Medien zur Verfügung stehen werden. Nicht nur aus Anlass des Ministerratsfoyers, sondern praktisch tagtäglich. Gestern beispielsweise der erste Besuch des Herrn Bundeskanzlers bei der EU-Spitze in Brüssel. Und selbstverständlich waren die Medienvertreterinnen eingeladen zu einem Briefing des Kanzlers. Da waren Sie mit oder waren Sie nicht? In dem Fall war ich nicht mit, weil wir dabei sind, unser Büro hier aufzusetzen. Aber in Zukunft werden Sie auch in Brüssel mit sein. Ja? Und wie muss man sich denn das vorstellen? Sie sind ja Diplomat, Sie sind langjähriger Weggefährte von Kurz jetzt, zumindest als Außenminister. Sie waren sein wichtigster oder einer seiner wichtigsten Mitarbeiter. Der FPÖ und dem HC Strache waren Sie immer ein bisschen kritisch gegenüber. In diesem Fall ist es so, dass sowohl der Herr Bundeskanzler als auch der Herr Vizekanzler mich gefragt haben, ob ich bereit wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich glaube, für jemanden, der die österreichischen Interessen durch Jahrzehnte hindurch versucht hat zu vertreten, im Inland, aber auch im Ausland, ist es eine große Ehre, wenn auch eine große Verantwortung, so eine Aufgabe angetragen zu bekommen. Und deswegen habe ich das auch sehr gerne akzeptiert. Ich glaube, es ist auch wichtig festzuhalten, dass ich ein neutraler Pressesprecher bin, Regierungssprecher bin. Und ich habe nie einer politischen Partei angehört. Mir liegen die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher am Herzen, die Interessen Österreichs. Und ich werde mich bemühen, so objektiv und so klar als nur möglich zu kommunizieren. Aber Sie sind ein Vertrauter des Herrn Kurz, das kann man schon sagen. Ne? Der Herr Bundesminister war einer der beiden Gründe, warum ich von den Vereinten Nationen nach Österreich zurückgekommen bin. Er hat mich gefragt, ob ich Teil des Teams Außenministerium werden möchte. Der zweite Grund war meine Partnerin, die eine Ordination in Wien leitet und die durch die Jahre in New York sehr oft pendeln musste. Und es war irgendwie an der Zeit, dass ich einen Schritt in Ihre Richtung gehe. Ist irgendwie Ihnen schon jemals ein Wort entrutscht, das nicht diplomatisch 100% abgeklärt war? Nein, aber vielleicht ist das eine Chance, das ein bisschen richtig zu stellen. Ich glaube, im Diskurs unter Menschen kommt es auf die gegenseitige Wertschätzung darauf an. Und ich glaube, man kann auch inhaltlich harte Positionen in einer Sprache kommunizieren, die respektvoll vor dem anderen oder dem Gesprächspartner ist. Und um das bemühe ich mich. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man Dinge nicht kommuniziert, sondern es geht um die Art und Weise, wie man sie kommuniziert. Sie wollen die Regierung natürlich sehr gut verkaufen. Sie sind auch ein Verkäufer. Meine Aufgabe ist, die Arbeit der Bundesregierung darzustellen,
als einer von einer größeren Gruppe von Personen. Und als solcher werde ich mich bemühen, das eben möglichst faktisch. Gibt es da Vorbilder für Sie? In Deutschland ist das ja ein sehr bekannter ZDF-Journalist, genau, der Regierungssprecher ist, Seibert, glaube ich. Genau, Herr Seibert, der hat mir auch sehr geholfen im Vorfeld. Er war einer der ersten Anrufe, die ich getätigt habe, wie diese Aufgabe an mich herangetragen worden ist. Er ist sehr routiniert, macht das seit 6 Jahren und ich glaube, macht das eben in diesem Sinne sehr sachlich und sehr kompetent. Das heißt, das wäre ein Vorbild für Sie? Ich würde mich freuen, wenn ich, so wie er, als kompetenter Ansprechpartner der Medien betrachtet werde. Gibt es andere Vorbilder? Gibt es das in anderen Ländern, wo das... Es gibt es in etwas eingeschränkter Art und Weise in den USA. Ja. Sie haben es, glaube ich, vorhin erwähnt, wobei das sich hauptsächlich auf die den Rolle Präsidenten des bezieht, Präsidenten bezieht. Es gibt im State Department so etwas Ähnliches. Es gibt einen Sprecher des Präsidentenamts in Frankreich. Mhm. Ich habe ein bisschen online verfolgt die Art und Weise, wie die Kollegen arbeiten und von da an. Und was sagen Sie den Journalisten, die sagen, das ist eine Sauerei? Ja, jetzt kriegen wir dann nur noch weichgespülte Meldungen und der, ich glaub, der wird uns jetzt da mit diplomatischem Gesäusel sozusagen liebhaben? Was ich Ihnen sagen würde, ist, ich würde sagen, man sollte dieser Bundesregierung eine Chance geben. Man sollte schauen und sie messen daran, an ihren Leistungen und an ihren Möglichkeiten, das Programm, das sie vor kurzem vorgelegt haben, umzusetzen. Und mich messen an der Art und Weise, wie ich versuche, an diese Arbeit ranzugehen und wie kompetent... Also Journalisten, die sagen, das ist nicht gut, was sagen Sie denn? Denen sage ich, dass es ein Zusatzangebot an Informationen ist, im Gegensatz zu dem, was viele vermeinen, dass wir versuchen... Das heißt, man kann Sie auch anrufen und sagen... Selbstverständlich. Lieber Herr Lansky-Tiefenthal, was ist da wirklich gelaufen und so? Und Sie werden absolut dann auch im Zweier-Talk, so wie das bei der Geisler-Affäre war, oder so mit denen reden. Ja? Genau, war heute Vormittag schon mehrfach der Fall. Und abschließend, was ist die Kommunikation des Tages? Was ist die Kommunikation des Tages? Kommunikation des Tages ist die Regierungserklärung des Herrn Bundeskanzlers, die in wenigen Minuten startet. Und die Sie bereits haben und entsprechend dann, nachdem er Sie gesagt hat, werden Sie das auch noch kommunizieren? Nicht oder? Nur ich, wie muss man sondern sich das vorstellen? Ein ganzes Team von Kolleginnen und Kollegen, die verschiedene Sachbereiche abdecken. Und über die Regierungserklärung hinaus, gibt es irgendwas aus den Ressorts, was Sie schon kommunizieren heute? Über die Ressorts hinaus, nein, wir reagieren auf Anfragen und schauen einmal, welche Themen die Öffentlichkeit auch interessieren. Und da haben wir heute schon eine ganze Reihe von Anfragen auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen bekommen. Also Sie werden schon gelöchert sozusagen. Wir werden schon gelöchert. Meine Damen und Herren, das ist der Blick auf das neue Gesicht der Bundesregierung. Ja, allerweil, es ist so fesch, muss man sagen, weil Sie danke sind ja dich nun wirklich ein charmanter Vertreter dieser Regierung. Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Meine Damen und Herren, Sie werden Peter Lansky-Tiefenthal in Zukunft fast täglich sehen. Er wird eines der spannendsten Gesichter Österreichs werden. Er wird viele schwierige Botschaften verkünden müssen und auch manche nette, nehme ich an. Das unter anderem hoffentlich bald eine Steuererleichterung. Hat schon begonnen. In diesem Sinn, danke fürs Kommen und jetzt alles Gute für die Regierungserklärung. Vielen herzlichen Dank, Herr Wendt. Danke sehr. Wiedersehen.